Heute Nacht hat es einen Ausbruch von zwei Häftlingen gegeben, die erstens eine sportliche Höchstleistung verbracht haben und zweitens mehrere Sicherungssysteme nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollen. Es geht damit los, dass die Gitterstäbe noch alte Gitterstäbe waren. Sie haben dann Hindernisse sportlich überwunden, die wir für kaum überwindbar hielten. Dann haben sie Gitter wegdrücken können, die nicht so gesichert waren, wie das eigentlich vorgesehen ist. Da hat es kürzlich Bauarbeiten gegeben. Man konnte eigentlich gar nicht sehen, dass da bestimmte Sicherungsarmaturen wohl fehlten. Dann ist der Alarm ausgelöst worden, ist für einen Fehlalarm gehalten worden, weil das Foto das nicht richtig gezeigt hat. Und wenn eines dieser vielen Zufälle nicht passiert wäre, wäre der Ausbruchsversuch nicht erfolgreich gewesen. Insofern müssen wir mal feststellen, war das alles Zufall oder ist danach geholfen worden? Das wissen wir, wenn wir ehrlich sind, im Moment nicht. Wann ist die Polizei informiert worden und wie erfolgt die Fahndung? Zur Fahndung sagen wir gar nichts, weil wir denen nicht helfen wollen. Und die Polizei ist sofort nach Entdeckung benachrichtigt worden. Sie sprachen davon, es wird eine Untersuchungskommission eingesetzt? Ja, es wird eine Untersuchungskommission eingesetzt, die unabhängig ist. Sprich, sie wird Mitarbeiter haben, die nicht aus der Berliner Justiz kommen, damit völlig klar ist, dass sie selber unbelastet sind und auch nicht Freunde belasten müssen, falls sich herausstellt, dass es eine Verschulden auch auf Seiten der Justiz geben sollte. Nach diesem Ausbruch, werden die Kontrollmaßnahmen hier in der JVA verstärkt? Ja, wir machen natürlich neben der Untersuchung dessen, was passiert ist, wollen wir sicherstellen, dass es keine Wiederholung gibt und werden die Sicherungsmaßnahmen deutlich erhöhen. Ja.